Okay. Seid gegrüßt. Dies ist die Prüfung der Freundschaft. Der Weg wird sich nur jenen öffnen, die einander vertrauen und gemeinsam vorwärts schreiten. Stellt euch auf die glühenden Schalter, um zu beginnen. Oh, mit links und mit rechts muss ich das machen. Ach Gott, ich habe nicht aufgepasst. Alter, mit links und mit rechts, gell? Nein, ich glaube, das war falsch. Ah, geht doch. Oh, das war erstmal Nummer 1. Ach du Scheiße. Alter, das wird... Das wird noch eine Nummer, Alter. Puh. Okay. Ist aber geil auf jeden Fall. Das macht Spaß. So, jetzt nochmal konzentrieren. Aber das wird jetzt assi schnell. Ach, natürlich, jetzt kommt noch so eine Verschiebung. Alter, das Spiel meint's todernst. Natürlich, jetzt ist es eine Kopfsache. Oh, pervers. Alter. Und da drauf. Ausgezeichnet, ihr habt die Kraft des Bandes zwischen euch unter Beweis gestellt und die Prüfung der Freundschaft bestanden. Ich überreiche euch hiermit den Nachweis eures Erfolgs. Und das war schon, in Anführungsstrichen, die Prüfung der Freundschaft. Haltet im Angesicht des der Entbehrung, die euch erwarten, stets zusammen und stellt das Vertrauen ineinander über alles andere. Das werden wir. Vielen Dank. Okay, bleibt dann jetzt nur noch die dritte Prüfung, die Prüfung der Stärke. Ihr habt die ersten beiden Tests bestanden. Nicht schlecht. Wir wissen jetzt, dass ihr gute Freunde seid und kein Stroh im Kopf habt. Und wir wissen auch, dass meine Motivationskünste Wunder wirken. Schick. Hey, du hast nichts damit zu tun. Jedenfalls, Oliver, es ist Zeit. Die letzte Prüfung. Worum geht es, Meister Salomon? Ha, das weiß doch jeder. Es ist die Prüfung der Stärke, Hohlkopf. In dieser Prüfung müsst ihr eure Kampffertigkeit unter Beweis stellen. Ihr könnt euch denken, was das heißt, oder? Wir müssen gegen jemanden kämpfen, was? Oh, ein ganz schlauer. Aber nicht gegen irgendjemanden. Hehe, ihr werdet eins auf die Mütze bekommen. Oh, aber ich will nicht, dass er hier alles kaputt schlägt. Deswegen habe ich einen speziellen Austragungsort vorbereitet. Aber egal, ihr braucht sicher erstmal eine Pause, weil ihr so klein und schwach seid. Ihr findet mich hier, wenn ihr bereit seid. Ja, euer Ehren. Okay, speichern wir nochmal. Ist die Frage, gegen wen wir kämpfen? Ich glaube mal gegen Salomon höchstpersönlich. Wahrscheinlich, ich habe keine Ahnung. Aber einen Kampf wird es definitiv geben. So, wir sind bereit. Quatschen wir nochmal an. Die Zeit für die Prüfung der Stärke ist gekommen. Seid ihr Schwächlinge bereit? Ja. Das will ich hören. Viel Glück da drin. Ihr werdet es brauchen.
Und wo findet die letzte Prüfung statt, Meister Salomon? An meinem supergeheimen Spezialort. Seht her. Wow, er hat eine Tür aus dem Nichts herbeigezaubert. Ihr müsst durch die Tür, um die Prüfung der Stärke ablegen zu können. Und zwar in meinen kleinen Salomon-Stadion. Schick. Bist du bereit für die letzte Prüfung, Olli? Wir müssen es schaffen. Wir müssen einfach. Ich bin bereit. Kommt schon. ここが最後の試練。なんや、真っ暗やな。オリバー、あれ。 Halli-Kali, letzter Test des Tempels der Prüfungen. Oh, wisst ihr, und dann schicken sie uns so ein. Ich glaube, ich mache das mal mit Oliver selbst. Was zaubern wir? Wir machen... die Frage, gegen was er effektiv ist. Gegen was er schwach ist. Ich glaube, einfach mal gegen nichts. Oh, Verteidigung habe ich nicht gemacht. Ja, das brauche ich jetzt schon. Wenn man bei Eis ist Kälte. Ich weiß nicht, es scheint wohl was abzuziehen. Kurz Schockwelle probieren. Oh, zieht noch 9 ab. Hey Olli, das Tierchen hier hat einen riesigen Panzer auf dem Rücken. Ja, ich glaube, du greifst den besser von vorne an. Ah. Das ist natürlich eine sehr gute Information. Ah, das macht auch Schaden. Alter, die Esther ist die ganze Zeit da vorne, ne? Ein bisschen bewegen, hin und her. Und dann mal Schaden machen. Oh Gott. Er macht's ganz gut mit dem Panzer, also er nutzt den Scheiß auch. Und treff ich, zählt's für vorne? Zählt für vorne. Jetzt aufpassen. Da ist er. Ja, es kostet uns auch einiges an MP, also ich hoffe, wir bekommen. Oh Gott. Ja, verteidigen ging natürlich wieder nicht. Ah. Wisst ihr, der Zauber war schon längst fertig. Brauch Mana. Gerade, sonst endet das sehr böse. Boah. Wow. Sie greift ihn so an. Das bringt nicht viel. Ich könnte auch einen Vertrauten rufen, aber. Oh Gott. Ich glaube, das würde nicht viel bringen. Auch Mana. Ganz dringend Mana. Jetzt. Mana. Dankeschön. Die machen aber mal Schaden. Das ist sehr gut zu sehen. Oh, erster ist erledigt. Puh. Mit wem oder was kann ich jetzt wiederbeleben?
Ah, natürlich mit gar nichts von denen, die ich habe. Ah, fuck. Jetzt habe ich eigentlich nichts zum Wiederbeleben. Würde das funktionieren? Nein. Toll, das heißt, ich muss alleine kämpfen. Jetzt den Rest. Jetzt muss ich halt stark drauf aufpassen, was ich mache. Schön verteidigt. Eises Kälte in sein Gesicht. Hat getroffen. Da war irgendwo MP. Da. Ich glaube, das trifft nicht. Ja. Ah, das trifft ja gar nicht, stimmt. Hat nur eine gewisse Reichweite und wir stehen einiges weiter weg. Ah, er geht nochmal hoch. Shit, er hat uns. Oh Gott. Verteidigen. Okay. Ja, wir können jetzt erstmal nicht zaubern. Das ist sehr toll. Da ist HP. Da. Nein, oh, nicht angreifen. Oh shit. Also die einzige Attacke, vor der ich Angst habe, ist Verehrung. Jetzt brauche ich wirklich Mana. Ich weiß gar nicht, wie viel HP er noch hat. Dürfte nicht mehr viel haben. Alter, kannst du aufhören, die ganze Zeit zu springen? Moment, ich nehme mal irgendwas zu uns, was uns einiges an Mana wieder gibt. 30 Mana ist okay. Dürfte fürs Erste ausreichen. Schön verteidigt. So, gleich dürft ihr ihn umhauen. Der nächste Zauber. So, kurz sein ganzes Gejumpe abwarten. Ja, er springt nochmal. Nochmal. Und das war's. Auf Wiedersehen. Ja, Esther ist leider gestorben. Weiß nicht, wie es aussieht mit Erfahrungspunkten. Doch, bekommt sie auch. Das ist perfekt. 435 Erfahrungspunkte. 360 Gold. Geist des Tempels noch erhalten als Gegenstand. Sehr gut. Oh, einige haben noch ein Level-Up bekommen. Wichtel, wunderbar. Sprossi, okay. Esther, wunderbar. Und über ein... über Enike. Oh Gott. Ihr habt die Prüfung der Stärke bestanden. Wir haben es geschafft, Oliver. Wir haben es geschafft. Das haben wir. Das war die letzte Prüfung. Ihr habt sie alle bestanden. Oh, es gibt auch ein Geschenk zum erfolgreichen Abschluss. Hier. Zauberbrücke. Okay. Zauberbesen. Neue Zauber. Vielen Dank, Meister Salomon. Schick. Sehen sogar recht nützlich aus.
Natürlich sind sie das, Quatschkopf. Ich würde ja wohl kaum irgendwelchen Müll verschenken, oder? Jetzt aber Zeit für die Hauptattraktion. Mein Spezialgebiet. Vertraute, ich werde euch die Geheimnisse der Kreaturenzähmung beibringen. Kreaturenzähmung? Oh, das klingt interessant. Hey, du bist ein bisschen nervig, aber wenigstens voller Begeisterung. Okay, zuerst erzähle ich euch etwas übers Bezirzen. Was ist denn Bezirzen? Das wollte ich ja gerade erklären, Blödian. Zuallererst braucht man ein besonderes Instrument dafür. Ein Instrument? Das heißt also... Ja, überlass das mir, Oliver. Ich sollte dir erst eins geben, bevor wir weitermachen. Umbopa? Meister. Okay, herzergreifende Harfe erhalten. Sie ist nicht nur schön, sondern auch nützlich. Du kannst darauf spielen, um Kreaturen zu zähmen und sie so zu deinen Vertrauten zu machen. Ist wahrscheinlich besser, es euch zu zeigen, anstatt es mühselig zu erklären. Ihr seid nun mal ein bisschen langsam. Ich habe 3 zähmbare Kreaturen vorbereitet. Wählt die, die euch am besten gefällt. Ja, euer Ehren. Du kannst Kreaturen während eines Kampfes zähmen. Versuch es mal mit denen. Und schaut nicht so ängstlich rein. Das sind meine Haustiere. Die greifen euch nicht an. Hm, Feiglinge. Aber wie zähme ich sie? Nun, wenn du Kreaturen besiegst, sind sie ab und zu dermaßen beeindruckt, dass sie sich glatt in dich verknallen. Wenn das passiert, erscheinen eklige Härchen über ihrem Kopf. So wie die da. Hihi, die ist ja niedlich. Bäh, egal. Wenn du die Härchen siehst, ist es an der Zeit, ein Ständchen zu spielen, um sie zu bezirzen. Wenn du das nicht vermasselst, wird die Kreatur zahm und gesellt sich zu dir, um dich als Vertrauter zu begleiten. Das klingt ziemlich einfach. Es ist egal, wer die Kreatur besiegt, aber damit die ganz gefühlsduselig wird und anschmachtet. Aber nur du kannst sie zähmen, Esther. Also wenn wir wollen, dass die Kreatur sich uns anschließt, muss Esther die Melodie spielen. Das habe ich doch gerade gesagt, oder nicht? Schluss mit den blöden Fragen. Versucht es einfach. Ja, euer Ehren. Aber welche sollen wir wählen? Warum müssen wir wählen, verdammt? Kann er uns nicht alle geben, der olle Geizkragen? Wo liegt das Problem? Die Qual der Wahl, was? Schön, wenn ihr genug gestöhnt und gemeckert habt, sagt mir einfach, welche Kreatur ihr vollkommen gratis haben wollt. Ja, ist eine gute Frage. Weiß nicht, sehen alle irgendwie so aus, als könnten wir sie nicht gebrauchen. Das hier ist ein Butzemännchen. Hat zwar einen doofen Namen, aber er kann den Leuten noch mehr Angst einjagen als ich selber. Er kann ordentlich zuhauen und ein paar richtig fiese Tricks lernen. Hehe. Du sollst auf jeden Fall eher die Kreatur nehmen als die beiden anderen. Diesen nehme ich Müll. Ja, irgendwie scheint der für mich auch Sinn zu machen. So am ehesten. Weil Esther wird den Verbündeten von den 3 eh nehmen, also ich entscheide mich für den. Ja, haben wir. Bereit? Es schadet wohl nicht, wenn wir die Kreaturen in einen Kampf zähmen, so wie du es gewohnt bist. Falls ihr es vergessen habt, das bedeutet, ihr müsst die Kreatur vermöbeln und dann muss Esther auf ihre Harfe bezirzen. Und macht euch nicht in die Hose. Ich habe ihnen befohlen, euch nicht anzugreifen, damit ihr Schwächlinge euch nicht erschreckt und euch davon macht. Jetzt auf zum Schlachtfeld.
Also gut, Tochter des Rashid. Bist du bereit? Du bist die Einzige, die diese Harfe spielen kann. Probier sie am besten gleich aus, ja? Okay, dann spielen wir mit Aester und nicht mit ihren Verbündeten. Gut, hör zu. Wir haben hier drei Kreaturen. Mach eine davon zu deinen neuen Vertrauten. Du weißt, wie man eine Kreatur zähmt, oder? Als erstes musst du sie im Kampf besiegen. Die da, sind Freunde von mir. Hab ihnen gesagt, sie sollen sich nicht wehren, wenn du angreifst. Na, komm schon. Verpass deinen neuen Freunden eine Tracht Prügel. Deinen neuen besten Freund, genau. Gegen den kämpfen wir. Ah, Esther kann nicht viel. Oh, sie greift die ganze Zeit zwei Stück an. Nicht, dass es jetzt um den falschen gleich geht. Ha. Schau sich das mal einer an. Steht einfach wieder auf. Kreaturen tun das manchmal, wenn du sie fertig machst. Siehst du die doofen rosa Herzen über dem Kopf? Das heißt, unser Freundchen hier ist zähmbar. Sieht Esther so ein Herzchenviech in ihrer Nähe, kann sie den Herzbefehl benutzen. Dann kann sie es mit einem Liedchen bezirzen oder wieder in die Wildnis entlassen. Aber wenn du dich nicht schnell entscheidest, läuft das Viech so oder so weg. Ich habe denen da gesagt, sie sollen nicht flüchten, weil ihr Anfänger seid und eh nichts taugt. Und es ist gezähmt. Putz, den Namen lassen wir. Wir haben es geschafft. Wir haben eine Kreatur gezähmt. Hey, das war wohl nicht allzu schlecht fürs erste Mal. Wie gesagt, es ist egal, wer die Kreatur besiegt, aber nur Esther kann die Melodie spielen, um sie zu zähmen. Ihr müsst zusammenarbeiten, wenn ihr mehr Vertraute wollt. Ist für egoistische Dummköpfe wie euch sicher schwer, aber ihr müsst es versuchen. Ja, Meister Salomon, wir verstehen. Toll, Esther, oder? Oh, und ihr könnt neben denen, die ihr im Kampf einsetzt, noch bis zu drei weitere Vertraute dabei haben. Schick aber, was passiert, wenn wir übereifrig werden und mehr Vertraute zähmen, als wir unterbringen können. Dann müsst ihr mit meinem kleinen Freund reden. Seht mal da drüben, darüber. Was für ein seltsames kleines Kerlchen. Ist das auch ein Vertrauter? Sei kein Dummkopf. Das ist dein Schlupfloch-Serviceberater. Der nimmt dir alle Vertrauten ab, die du gerade nicht brauchst, und kümmert sich im Schlupfloch um sie. Oh, das ist ja praktisch. Dann wirst du wohl ganz schön beschäftigt sein, was ist da? Ich freue mich schon darauf. Ich bin schon gespannt, welche Kreaturen es da draußen gibt, die ich zähmen kann. Ihr findet Schlupflöcher in jeder Stadt, die ihr besucht, und selbst an einigen gefährlichen Orten. Ich glaube, ich habe auf unserer Reise schon ein paar gesehen. Moment, sieh nur, dein Vertrauter ist bereit für die nächste Stufe der Evolution. Was? Meine Güte, muss ich euch das auch noch erklären? Ihr wisst ja gar nichts. Schön, ich werde euch auch etwas über die Evolution beibringen. Aber ich brauche erstmal eine Pause. Gut. Wenn ich das auch noch erklären soll, kriege ich einen Krampf in der Zunge.